Er war vielleicht nicht der erfolgreichste Rennwagen, aber gehört für jeden Toyota Motorsportfreund zu einem der ikonischsten Toyotas aller Zeiten. Der Toyota GT1 TS020. Angetrieben wurde er von einem 3,6 Liter Ottomotor mit satten 630 PS. 2 Jahre lang wurde er an verschiedenen Langstreckenrennen eingesetzt und kämpfte zweimal in den 24 Stunden von Le Mans um den Sieg. Stoppen konnte den eigentlichen Sieger letztendlich nur ein Reifenplatzer. Und endlich gibt es diesen Wagen auch als Klemmbaustein-Set. Und dazu seht ihr jetzt die Review. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus, zu dieser Review. Und zwar geht es hier um ein Set von Sembo. Es ist die 607032. Bevor ich jetzt aber mehr dazu sage, noch ein kleiner Disclaimer am Anfang. Dieses Set ist nicht offiziell von Toyota lizenziert. Wenn ich also von einem Toyota-Fahrzeug spreche in diesem Video, dann meine ich immer damit das Original, den Toyota GT1. Das ist offiziell kein Toyota GT1. Ihr seht das hier auch, sind hier die Lizenzen abgeändert worden. Hier haben wir zum Beispiel Toyota und eben auch die Sponsorensticker, seht ihr, dass sie abgeändert worden sind. Damit ist es keine 1:1 Kopie und es ist völlig legal, weil es gibt es auch nicht von Lego oder anderen Herstellern schon lizenziert. Es ist im Endeffekt ein freies Fahrzeug, aber wenn wir alle mal ehrlich sind, dann wissen wir, wem das nachempfunden ist. Das Fahrzeug wird offiziell über Sembo vertrieben, das ist kein irgendwo x chinesischer Hersteller, das über 5 Methoden am Zoll vorbeischmuggelt, das ist auch in Deutschland auf dem Markt und es ist legal. Gäbe es aber dazu eine lizenzierte Version, würde ich diese reviewen und nicht diese unlizenzierte. Das ist zum Beispiel beim Audi Sport Quattro der Fall, den gibt es ja auch von Sembo, dort auch ohne Lizenzen, aber den gibt es eben auch als Lego Set und den würde ich immer als Lego Set zeigen und eben nicht als das unlizenzierte Produkt. Trotzdem wollte ich damit sagen, das ist natürlich kein Toyota GT1 im eigentlichen Sinne. Wie gesagt, wir wissen alle, was es ist. Es ist aber ein legales Set. Kommen wir jetzt einfach mal zu den Fakten. Ich habe ja schon gesagt, es ist die Sembo 607032. Es ist aus der Famous Car-Reihe, hat 174 Teile und eine Figur enthalten und ist ab 6 plus geeignet. Das ganze Set ist von der Größenordnung ungefähr wie der Skoda Kodiaq von Kobi. So als Vergleichsobjekt, falls ihr den schon habt. Den habe ich im Endeffekt auch nur dastehen, weil ich da noch mal was anderes vergleichen will. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Und reden wir jetzt einfach mal über das Set an sich, wo wir so das Rechtliche geklärt haben. Den ersten Punkt, den wir jetzt besprechen, ist die Steinequalität. Und da gehen wir ja immer ein auf, halten sie gut, machen sie Spaß zum Bauen und sehen sie ordentlich aus. Zum Halten kann man sagen, Sembo ist bekannt dafür, dass sie ein ordentliches Baugefühl bieten und eben auch gut halten. Das ist hier dasselbe. Es ist nicht perfekt, aber es ist sehr gut. Das Problem ist dabei nicht beim Halten, die Steine halten gut fest, das ist alles ordentlich, sondern das Problem ist eher das Baugefühl. Da ist man einfach bei Kobi und bei Lego nochmal ein bisschen vom Niveau höher, wo man halt richtig Spaß hat beim Bauen. Diese Steine hier haben dieses Baugefühl nicht so, halten aber im Endeffekt sehr gut und deshalb hält das Set am Ende auch sehr ordentlich. Wenn wir hier über die Farbtreue reden bei solchen Sets, dann kann ich hier sagen, dass die Schwarzfarbtreue hier wirklich sehr ordentlich gelungen ist. Gerade diese Teile sind auch nicht stark verkratzt und sehen wirklich sehr ordentlich aus. Damit kann man sich sehen lassen. Rot ist ebenfalls farbtreu. Und das ist ja bei diesem Fahrzeug wirklich der größte Posten. Und da ist zum Glück kein Fehler drin. Ich meine, schaut es euch an. Die Farbtreue ist hier wirklich sehr gut gegeben. Wir haben ein paar Angusspunkte. Das ist aber alles noch vertretbar. Und qualitätsmäßig kann man den Steinen nicht sehr viel nachsagen. Sogar hier oben der Toyota-Sticker, den man aufklebt, ist vom Rotfarbton sehr, sehr passend, muss ich sagen. Und dafür gibt es einen Daumen nach oben, weil wir haben auch schon Sets gehabt, wo das nicht so war. Das ist zwar jetzt nicht mit einem Sticker gelöst, sondern bedruckt, aber hier bei dem Kodiaq, da sieht man halt einfach eine riesige Farbabweichung zwischen diesem Orange und diesem Orange. Das hat man hier glücklicherweise nicht und das haben sie wirklich ordentlich gelöst. Das funktioniert so gut. Auch das Trans-Clear-Teil, was hier vorne das Cockpit ergibt, ist nicht milchig, sieht ordentlich aus, hat nur ein paar kleine Kratzer, wenn es ankommt, lässt sich wahrscheinlich leider nicht vermeiden, aber trotzdem, ordentliche Qualität, sieht ordentlich aus und das ist ein Daumen nach oben. Man sieht, das ist so ein bisschen schwarz getönt, kann man sagen, aber ich finde, das passt auch zu diesem GT1 sehr gut.
Wenn wir jetzt über den Bau sprechen, sprechen wir natürlich als erstes noch kurz über die Anleitung. Es ist im Endeffekt eine Auffaltanleitung, das sieht man hier. Hier ist nichts klammergebunden. Es sind keine großen Besonderheiten dabei, weder im Positiven noch im Negativen. Man kann alles ordentlich erkennen. Ich hatte keine Probleme beim Bau. Ich finde es schön, dass schon, wenn man hier 1000 Sticker hat, worüber wir auf jeden Fall noch reden, dass man hier gleich immer in der Anleitung gezeigt kriegt: Hier kommt ein Sticker hin, hier kommt ein Sticker hin, hier kommt ein Sticker hin, und das nicht am Ende geklebt wird, weil das wäre bei der Stickeranzahl wirklich verheerend geworden. Und es gab auf jeden Fall keine Probleme beim Bauen. Das hat alles Spaß gemacht. Wir haben insgesamt 25 Bauschritte, was eigentlich ordentlich ist für die Teileanzahl. Und es sind wirklich eigentlich auch ganz nette Bautechniken dabei. Und ich kann euch das empfehlen: Baut es am besten mal selber. Da habt ihr bestimmt wirklich Spaß dran. Nur diese 1 Million Sticker, die man hier verklebt, machen nicht so wirklich Spaß. Wenn wir jetzt natürlich über ein Set reden, was damals 6 bis 10 Euro gekostet hat, jetzt ist es ein bisschen teurer, dann müssen wir natürlich auch respektieren, dass es da völlig okay ist, dass wir Sticker drin haben und dass man auch diese ganzen Sponsorensticker hier wahrscheinlich mit einem Druck nicht hätte lösen können, aber vor allen Dingen nicht für das Geld hätte lösen können. Trotzdem ist das natürlich etwas, was mir an dem Modell nicht so hundertprozentig gefällt, dass wir diese 1000 Sticker kleben. Man braucht da wirklich eine ruhige Hand. Man muss schauen, dass auch gerade hier so ein Übergang dann ordentlich passt. Und da muss man sich wirklich konzentrieren. Und das macht dann weniger Spaß beim Bau. Aber das zieht das ganze Set jetzt nicht so runter, dass ich es euch nicht empfehlen könnte. Wenn wir jetzt über das Design reden, dann muss man sagen, es kommt dem Original wirklich relativ nah. Natürlich, wir sind hier im Maßstab eingeschränkt bei dieser Größe, dass es keine hundertprozentige Kopie sein kann. Das kann es ja sowieso nicht sein, weil es nicht lizenziert ist, aber es sieht wirklich schon ordentlich aus. Aber man erkennt auf jeden Fall zu 100%, was es sein soll, und dafür gibt es einen Daumen nach oben. Ich kann euch auch mal ein Original hier einblenden. Und ihr habt es selber gesehen, es ist wirklich ordentlich vom Design, und dafür gibt es einen Daumen nach oben. Die typischen Designelemente sind hier, wie gesagt, mit Stickern gelöst. Ist ja auch logisch, man hätte es ja auch gar nicht bauen können. Zumindest in dem Maßstab nicht. Es ist im Endeffekt alles, was man aus diesem Preis mit der Teilanzahl rausholen konnte, rausgeholt worden. Und das ist also auch positiv zu bewerten. Was mir noch sehr gefällt, ist, dass er wirklich richtig tief liegt. Der hat wirklich kaum Unterbodenfreiheit, und das gehört sich auch so für so ein GT1-Auto. Und deshalb dafür auch einen Daumen nach oben, weil ich habe das Gefühl, das haben viele Klemmbausteinhersteller noch nicht so raus, dass man halt einen Rallye-Car anders federn und beziehungsweise auch von der Tieferlegung darstellen muss als jetzt ein GT1-Auto oder ein Tourenwagen oder ähnliches. Und hier haben sie es wirklich gut hinbekommen, ein GT1-Auto von der Höhe hinzubekommen. Wenn wir jetzt über die Funktionen reden, dann sind wir damit relativ schnell fertig, weil die einzigste Funktion von diesem Set ist im Endeffekt, es kann fahren. Wir haben keine Lenkung, wir haben nichts anderes drin. Ist logisch bei dieser Teileanzahl, und es ist eher ein Set, was man sich irgendwo ins Regal stellt, und dementsprechend hat es auch keine großen Funktionen. Es gehört halt in die Vitrine, wenn wir ehrlich sind. Die einzigste vielleicht noch Funktion ist, dass man das Cockpit öffnen kann, in Anführungsstrichen. Öffnen ist aber auch da sehr dehnbar, weil das ist jetzt nicht zum Aufklappen oder so, man baut es halt einfach ab. Und dann kann man hier halt reinschauen. Kann seine Figur entweder rausnehmen, reinsetzen, was weiß ich. Kann hier noch ein bisschen mit dem Schraubenschlüssel, der als Teil mit dabei ist, spielen. Und kann da vielleicht auch noch so ein bisschen seinen Spaß haben. Aber wie gesagt, das ist ein Famous Car. Das ist im Endeffekt eigentlich wahrscheinlich nicht dafür gebaut, dass es damit ein Kind spielt, sondern damit man sich so irgendwo hinstellt. Jetzt kommen wir noch zu den Sachen, die erwähnenswert sind. Und da haben wir zwei was. Einmal sind wir hier mit ordentlichen Gummireifen dabei. Es ist kein Hartplaste, und die fühlen sich auch wirklich gut an. Und das merkt man auch, falls man eben doch mal damit rumfahren will. Das macht einfach viel aus, und dann macht das auch Spaß. Und wir haben, das ist auch noch cool, einen zweiten Felgensatz dabei. Also wir haben diese Felgen, die habe ich jetzt mal noch hier im Satz drin. Und wir haben die, die ich jetzt hier verbaut habe. Finde ich relativ cool. Stellt halt einfach auch dar, dass das Fahrzeug in zwei verschiedenen Jahren eingesetzt wurde. Und an solche Kleinigkeiten zu denken, das ist einfach so ein bisschen Liebe zum Detail, was mir bei anderen Sets manchmal fehlt. Jetzt noch ein Tipp von mir. Der ist aber wirklich nur für Privatmänner gedacht. Den kann man dann nicht mehr verkaufen, und den würde ich dann auch nicht mehr privat verkaufen. Den könnt ihr wirklich nur machen, wenn ihr dieses Fahrzeug behaltet, es euch irgendwo hinstellt und gut ist. Weiterverkaufen könnt ihr es dann nicht mehr, weil wir dann in einem rechtlich schwierigen Bereich landen würden. Und zwar ist mein Tipp, man kann sich im Internet billig auch Autosticker selber bestellen,
die man sich personalisieren kann. Dann braucht man einfach einen Hersteller, der diesen Autosticker oder diesen Sponsorensticker oder was weiß ich in dieser Größe ungefähr herstellt und macht es dann halt mit den Originalnamen. Ist nicht mit jedem Sticker möglich. Ich meine, hier vorne zum Beispiel, da ist es nicht möglich. Aber was nur ein weißer Schriftzug ist, das kann man damit hinkriegen. Bestellt es sich halt im Originalnamen, das kostet nicht viel Geld und klebt es sich dann nochmal hier selber drauf und hat eben einen echten GT1. Aber wie gesagt, das ist für euch privat okay, aber nicht, wenn ihr es verkaufen wollt. Und zum Handeln erst recht nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ihr privat macht, geht niemandem was an. Ihr könnt euch auch auf eine weiße Hose mit einem Edding ein Nike-Zeichen malen. Alles okay. Aber wenn ihr dann mit der Hose rausgeht und die an jemanden verkauft, dann wird es schwierig. Und das ist genauso hier. Also, wenn ihr euch das selber so personalisiert, weil ihr ein großer Fan von GT1 seid und wollt dann keinen Tayato dort draufstehen haben, dann macht das. Wenn nicht, dann macht's nicht. Kommen wir zum Fazit. Es ist ein tolles Set für kleines Geld. Der einzig negative Punkt ist in dem Fall wirklich nur die fehlende Lizenz. Wenn es die Lizenz noch hätte, wäre es ein super cooles Set und dann hätte ich sogar 5 Euro mehr ausgegeben oder noch mehr, weil ich bin ein großer Fan vom originalen Toyota GT1 und ich fahre selber einen Toyota, leider keinen GT1. Wenn ihr mir natürlich ein bisschen Geld spenden wollt, an den Link, der nicht angegeben ist, ich nehme es. Also ich kaufe mir schon einen Toyota GT1, wenn es klappt. Naja, wird wahrscheinlich nicht klappen. Egal, auf jeden Fall. Hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich gebe für dieses Teil eine uneingeschränkte Kaufempfehlung, wenn euch das auch ohne Lizenz gefällt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt gerne, wenn ihr dieses Set oder ein anderes Set der Famous Car Reihe von Sembo habt, eure Meinung dazu in die Kommentare. Haut rein, euer Krieg der Steine.